Nach eigenen Angaben bereiten sich die Intensivstationen im Norden von Rheinland-Pfalz auf die vierte Corona-Welle vor. Rheinland-Pfalz hat zwar im bundesweiten Vergleich die meisten freien Intensivbetten, jedoch sind manche Intensivstationen trotzdem bereits komplett voll. Den Angaben zufolge haben beispielsweise die Krankenhäuser aus der Region in Neuwied, Lahnstein und Montabaur keine freien Betten mehr. Auch Kliniken, die noch genügend Betten frei haben, äußern Bedenken. In der Gemeinde Grafschaft werden hunderte Container rund 4 Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe aufgestellt. Die Kreisverwaltung teilte mit, dass etwa 820 Schülerinnen und Schüler des flutbeschädigten Aare-Gymnasiums aus Bad Neuenahr-Ahrweiler künftig dort unterrichtet werden sollen. Somit handelt es sich insgesamt um 297 Container für Klassenräume und die Verwaltung. Ungeimpfte sollen ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz Veranstaltungen, Restaurants, Hotels, Friseure und einige andere Bereiche nicht mehr besuchen. Dies würde aufgrund der Hospitalisierungsrate von über 3 im gesamten Land gelten, teilte Gesundheitsminister Clemens Hoch mit. Demnach werde nicht mehr nach Kreisen und Städten unterschieden. Jedoch gelten Kinder bis 12 Jahre weiterhin als geimpft oder genesen. Für Jugendliche bis 17 Jahre gelte, dass sie einen tagesaktuellen Selbsttest benötigen, wenn sie an Sport- und Freizeitaktivitäten teilnehmen wollen und nicht geimpft oder genesen sind, sagte Roth. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.